Eine Katze, die Senf an den After bekommt, läuft in vielen Fällen so lange, bis sie umfällt und stirbt. Wahrheit oder Blödsinn? Ding, 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 ding. Blödsinn. Aber es gab lange Zeit Gerüchte, dies würde stimmen. Wer kommt denn auf die Idee, einer Katze Senf an den Arsch zu schmieren? Und warum sollte die dann davon sterben? Oh, Bina, gucke mal, was heute für ein Tag ist. Oh, ist heute Dienstag? Nein, heute ist der Geburtstag von Fabian Siegesmund. Ja, da muss sie sich an den Kopf fassen. Wir haben nämlich noch gar keine Geschenke und wir haben dieses Video nicht geplant. Deswegen tun wir so, gehen jetzt ganz spontan einfach raus und holen diese Geschenke für Fabian. Komm, lass uns ganz spontan losgehen. Wer ficken will, muss freundlich sein. Das hat meine Mutter schon einmal gesagt. Und diesen Laden habe ich ausgesucht. Hier gehen wir jetzt rein ins Georges Gorgeous Gorgeous. Das muss er anziehen. Also das kaufen wir jetzt auf jeden Fall. Das wird ein Teil des Geschenks. Und ich will, dass er dann so Borat-Style durch die Gegend läuft. Also das ist irgendwie nicht so mein Laden. Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht entscheiden, was es hier gibt. So viele schöne Dinge. Aber ich habe schon Stift. Denn was kauft man, wenn man in einen Pornoladen geht? Man kauft einen kleinen Stift. Ach, das ist eine Wasserpistole. Dann kommt das hier vorne raus. Ja, sehr gut. Da kann dann Fabian im Büro, das fände ich doch sehr schön, wenn er die Leute mal anspritzt. Das ist hier meine Wand, das ist meine Wand, denn hier gibt es nur schöne Dinge. Guck mal hier, das Pop-up, der Kastenpimmel, da weiß Fabian nicht mal, was auf ihn zukommt. Und wenn er es dann ausgepackt hat, dann kann er dann die anderen auch noch immer wieder damit erfreuen. Ah, das ist sogar was für seine Frau. Ich denke, zu pragmatisch für einen Sexshop, glaube ich. Den stellt er seiner Frau hin und sie fällt jeden Morgen aufs Neue drauf rein. Oh, ein Kasten, guck mal, was da wohl drin ist. Oh, ein Penis, wie schön. Also hier wird es jetzt wirklich absurd. Wenn du gleichzeitig dir die Zähne putzen möchtest und einen Penis gerne im Mund hast, dann nimmst du die Peniszahnbürste. Ich finde das super krass, was es für tolle Sachen hier gibt. Also so ein aufblasbarer Riesenpenis, das ist doch im Grunde genau das, was wir brauchen. Nee, es ist einer zum Aufhängen, sehe ich gerade. Nee, das ist doof. Wenn er zum Umschnallen gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen. Da hätte Fabian auch mal gewusst, wie sich das anfühlt, David Hein zu sein. Oh, Klappkamm. Ich glaube, das ist das perfekte Geschenk für ihn. Guck mal hier, Instant-Koteletten. 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 Und ein Instant-Schnurrbart dazu. Ja, komm, das nehmen wir auch noch mit. Ja. Nachdem wir jetzt in einem Laden waren, den David sich ausgesucht hat, gehen wir jetzt in einen Laden, den ich mir ausgesucht habe, und zwar den Erfinderladen. Da wirst du jetzt ganz wunderbar erfinderische Dinge und kreative Sachen geben. Und hast du Bock? Ja, ich war da ja schon drin. Ich finde den Laden super. Und da wir ja alle wissen, dass Fabian Siegesmund der kreativste Mensch auf diesem Planeten ist, gehen wir jetzt rein. Morgens erstmal, kurz vor dem Morgen, vor dem Mittelstrahl, schnell noch ein Glas Stuhlgang. Und dazu passend dann, wenn du dir noch was basteln willst, das Scheiße-Quartett. Da kannst du dir dann die schönsten Würste aus ganz Deutschland kannst du miteinander vergleichen. Oh, perfekt. Badesalz gegen Arbeitsstress. Ich glaube, das kann er echt gut gebrauchen. Badesalz? Was will Fabian mit Badesalz? Hast du den schon mal baden sehen? Das ist ein Mann, der duscht, der geht unter die Dusche mal so, boah, mal seinen Astralkörper so, boah. Der legt sich doch nicht wie so eine Frau in eine Badewanne, Mann. Jetzt habe ich Fabian unter der Dusche im Kopf. Na, wunderbar. David hat gesagt, Männer baden nicht, aber Männer duschen. Wenn Männer nicht baden, duschen sie? Mann, kannst du nicht irgendwas mit sowas wie Scheiße-Quartett, sowas wollen wir Männer haben. Was ist das denn? Das ist Duschgel. Such jetzt was, irgendwas, was unsinnig ist. Okay. Das ist ja nützlich.
Ich soll was suchen, was unsinnig ist. Dann nehmen wir einen Bleistift, einen Spitzer, der Hund mit einem Bleistift. Das ist awesome. Voll gepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Oh, Fabian Siegesmund wird sich so freuen, denn er kriegt gleich einen Joint. Nee, das stimmt gar nicht. Wir gehen trotzdem vorbei und geben ihm seine Lieblingsgeschenke. Also hoffentlich Lieblingsgeschenke. Fabian, Fabian, du hast doch Geburtstag, komm. Wir haben dir Geschenke geholt. Alles, oh, alles Gute zum Geburtstag. Ja. Ja, komm, jetzt gehen wir gehen mal auspacken. Hier haben wir dir Instant... Was Sideburns. Ja. Koteletten. Koteletten, Instant-Koteletten. Und es sind sogar drei Paar. Ja, die kannst du dir dann eine hier vorne auch noch ranmachen, wenn du möchtest, für die nächste Sikain-Folge. Dazu haben wir dir das nur noch geholt. Warum erst? Bis hierhin war es doch schön. Was soll das? Zieh es doch einfach an, es ist doch so schön. Achte mal darauf, was daran an den Ohren hängt jetzt. Ja, ich merke es. Schön. Voll schön. Es sind nämlich kleine Penisse, hast du das gesehen? Penen. Das sind ja Penen! Ja. Was schön, ist denn das bitte? Ja. Ach, das Wichtigste noch für die morgendliche Körperpflege. Ich habe dir was geholt, nämlich eine Peniszahnbürste. Warum? Ich fand es geil, dass man gleichzeitig sich die Zähne putzen kann und einen Penis im Mund hat. Das findest du geil. Das hättest du leichter haben können. Ich liebe ja deine Haare. Oh, und deshalb... das hast du mir nie gesagt. Oh, die finde ich aber echt gut. Endlich! Boah, hatte ich heute noch gar nicht. Das schön. Ist, weil du immer die Panzerkekse vom Bund isst. Ja. Ach, wie schön. Ja. Mit Nuss-Nougat-Aroma. Ja. Und selbst weißt, abgefüllt. Ja. Bina hat sich vorhin für eine halbe Stunde verkrümelt, war vorher noch schnell im Sauerkrautladen um die Ecke und hatte Sturzwurst. Wir haben das auch gefilmt, diesen Sturzfluss. Irgendwie haben das, wir haben direkt noch was Schönes gebastelt. Wir haben nämlich gedacht, lass uns doch das Scheiße-Quartett zusammen spielen. Oh Gott. Der Durchschnittsschiss. Der Idealschiss, das Super-U. Nee, es muss ja auch für sowas, muss es ja einen Produktplan gegeben haben. Und da müssen sich Leute zusammengesetzt haben und überlegt haben, welche Art von Scheiße kommt da rein? Naja, sagen wir mal, was? Ich muss doch nur furzen, Schiss. Wir haben noch was. Schade. Weil du Katzen ja genauso hasst wie ich, haben wir uns noch was für dich für den Büroalltag gedacht. Du kannst dieser Katze einen Bleistift ins Arschloch stecken und dann dort den Bleistift spitzeln. Super, das mache ich normalerweise mit echten Katzen. Siehst du? Aber schön, so verschleißen sie weniger. Exakt. Prima. Um das Ganze abzurunden, haben wir dir den Mankini, oh nee, den du jetzt anziehen sollst. Den ziehe ich doch jetzt nicht an. Na, du hast doch jetzt ein Meeting gleich, da freuen sich dann gleich die Leute, die jetzt so kommen. So schön. Ja. Ich freue mich so. Das ist der schönste Geburtstag, den ich je hatte. Den du nie wolltest. Den ich nie wollte. Und das heißt, Bart hält einfach nicht. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Schade, mit dem Geld hätte man was Anständiges machen können. Aber ja, aber wir können ja noch mal fragen, ob die... Lässt du das immer auf, bitte? Ich lasse das jetzt immer auf. Ich gehe jetzt so ins Meeting mit den Kollegen von der Vermarktung. Ich möchte trotzdem einen kurzen Aufruf machen. Wir haben ja hier eine Adresse, die können wir vielleicht unten in die Videobeschreibung machen. Und ich würde mir Bilder für den Fabian wünschen. Der hat Geburtstag. Oh. Und weil ihr alle so gut malen könnt, würde ich mir ein Geburtstagsbild für den Fabian wünschen. Ach, das wäre ja so schön. Das wäre ja so schön. Ich gehe da mal weiter. Gut, mach mal. Feiern. Ich werde jetzt das Schokokost-Ding mal ausprobieren. Tschüss! Komm, wir probieren das aus. Okay. Nein, schon wieder die Endcard. Aber keine Sorge, die wird nicht lange dauern. Hier sind ja die zwei Videos, die ihr euch noch angucken könnt. Klickt drauf, habt Spaß, habt Freude und bis später.